Hallo und herzlich willkommen zur gepflegten Lego-Unterhaltung mit meinem tollen Kollegen Thorsten. Schönen guten Morgen in unserem Fall. Wir haben wieder einiges vor uns. Heute das Level-Pack von den Goonies. Mal gucken. Gucken, ich gucke den Film. Erstmal den Film gucken und dann aufbauen. Ja, ich habe schon den Wink gekriegt, man war nicht immer gut zu sehen, aber ich versuche das jetzt mal technisch ein bisschen besser hinzukriegen. Ach, ja, vollkommen. Ui, Also nur der Aufwand, ich sehe jetzt nur noch den Haufen. Also das ist jetzt unser Arbeitsbereich. Okay, Chef. Recycling! So. So, wir fangen an mit einem Piratenschiff. Ist das ein Piratenschiff? One-Eyed Willy's Pirate. Ist das ein Piratenschiff? Erstmal die Figur, ja, den Plot. Ja. Oh, ich habe vergessen, was einzuschalten. Sekunde, bitte. Sonst geht uns nämlich alle 5 Minuten das Display aus, ja? Ist zwar eine schöne Stromsparhilfe, aber in diesem Fall eher weniger nützlich, weil blind bauen so gut sind, finde ich. Vor allem nicht bei den Dimensions, das muss ich sowieso in jedem Päckchen. So. Also Naja, den bauen geht ja auch nicht. das müssen wir unbedingt üben. Du musst den Turm von Ortang nochmal mitbringen. Ja, genau. 16 Videos so, einfach so random. Ja, was guckst du? Ja, ich gucke, dass das ins Bild passt, damit man auch alles schön sieht. Aber ich glaube, ein bisschen raus muss ich noch, das geht so nicht. Okay. So, müssen wir einen Kompromiss finden. Ja, müssen wir. So. Hast die erste Phase schon? So bin ich. Also bei den Goonies geht es darum, Ja. bei den, also ich kenne Film leider auch noch nicht. Ich habe es nur bei Wikipedia Weißt du, durchgelesen. hättest du das jetzt nicht behauptet, wäre es keinem aufgefallen. Nein, Doch. ja, dann erzähl. Bin ja immer ehrlich zu anderen, zu Guckern. So. Geht es darum, dass die was bezahlen müssen und das haben sie nicht. Und dann finden sie auch auf dem Dachboden eine Schatzkarte. Ja, und dann werden sie natürlich sind sie auf Reisen mit dem Schiff, um den Schatz dann zu bergen halt. Mit Rätseln und der ist natürlich auch mit Rätseln dann gesichert, dieser Schatz. Und wer ist die? Ja, die Goonies. Ach so, warum heißen die denn so? Ist das einfach nur irgendein Volk wie die Simpsons oder? Ja, wahrscheinlich, ne? Ja, weiß ich doch nicht. Ich habe ihn wirklich nie gesehen. Ich auch nicht. Ich habe aber auch nicht bei Wiki nachgeguckt. Ich hab's mir nur einmal durchgelesen. Aber auf jeden Fall möchte ich spielen. Zack. Bang. Dann wirst du ja die Story kennenlernen. Ja, genau. Beziehungsweise, ja, das wird ja kurz erzählt letztendlich. Ja, ich muss ja sagen, die Level Packs sind auch immer sehr umfangreich, also die Level selber. Ja, sollte auch. Wer ist hier dran gemacht? Mit Magie. Ach so. Siehst du, du hast auch Magie. Witzig. Magic. Richtig gemobbt. Oh, ist schon viel auf Arbeit hier, ey. Nein, alles gut. Ich werde hier gemobbt. Wer wird denn immer in den Keller bei Trockenbrot eingeladen? Kommt es auf diese Blanke und muss Okay. Kennst du diese Folge wo von den Simpsons? Ich weiß, das ist jetzt abweichend vom Thema. Ja, nicht schlimm, machen wir ja meistens. Ja, wir landen immer bei. Ja. Wo Mr. Burns das Casino hat Ja, sie kenne ich. und er vermisst dann irgendwann sein Atomkraftwerk. Und dann sagt er, ich will wieder in mein Atomkraftwerk. Und dann hat er so ein Modellflugzeug, weil er Ja, anfängt, genau. Modelle zu bauen. Und dann, kommen Sie, wir fliegen einfach dahin. Steigen Sie doch schon mal ein. Und dann Mr. Smith sagt, ja, Sir, wie soll das? Ist doch nur Spaß jetzt. Und dann hält er eine Knarre an den Kopf, steigen Sie ein. Und
Mich würde interessieren, wie diese Szene zu Ende geht. Aber es wird leider nicht gezeigt. Nee, es wird nicht gezeigt. Wo wir gerade dabei waren, dass ich da runterspringen soll. Ja, stimmt. Das wird leider nicht gezeigt. Ob er dann wirklich versucht einzusteigen? Wo ist die Stange? Da. Ja, wir haben sogar zwei. Eine Ersatzstange vielleicht? Tja, für manche Männer ist das... Eine Ersatzstange. Schatz, klappt heute nicht. Ich nehme die Ersatzstange. Ja, genau. Also ihr müsst wissen, ich hatte vor kurzem Geburtstag und deswegen habe ich ein paar Sets gekriegt. Und ich habe mir auch ein paar Sets bestellt. Er hat mal voll auf die Kacke gehauen. Ein bisschen. Wobei, ja... Geht doch nicht anders. Wenn du dann irgendwie wirklich jedes Set haben möchtest, dann muss man irgendwann an einem Zeitpunkt ankommen, dass man sagt, jetzt habe ich die es gibt, die es neu gibt, kann ich mir dann leisten, wenn sie kommen. Genau. Weil preislich reduziert werden sie, glaube ich, nur durch solche Aktionen, wie sie neulich ein bekannter Elektromarkt mal gemacht hat. Ja, wo wir auch die Sets aufgebaut hatten, die jetzt auch endlich da sind. der Rest... Ach, nicht das auch durch die Aktion, ne? Ja. Ach, guck an. Das ja, hat echt lange gedauert. So nach dem Motto, kauf 2, zahl 3 oder so. Ja, genau. Aber kann passieren. Haben die denn mal geschrieben, woran es lag? War das Lager leer oder so? Ja. Genau. War die Anfrage zu groß? Ja, war noch zu rechnen eigentlich. Ich weiß ja dann noch nicht, welches jetzt bestellt werden. Das ist halt so. Wobei im Laden selber war ja auch das Regal schon sehr geplündert. Das stimmt. Wann, glaube ich, am letzten Tag der Aktion auch da, ne? Also ziemlich, ne? Ja, der Samstag. Die sind das, ne? Also ich habe bisher nur den, ja. Ja, da ist das. Ja. Ah, okay. Ja, ich muss auch erstmal gucken, das sind die Kanonen. Ach so, wäre so Special-Teile. Cool. Auch neu. Oder kommt doch. Schiffe hatten wir schon mal aufgebaut, aber größere. Ja, stimmt. Herr der Ringe war da, ne? Ja. Richtig. Yay! Ich weiß noch nicht mehr, wie das Schiff hieß, aber das ist. Nicht apropos Herr der Ringe, in Uni Dortmund, dann machen sie wieder so einen Marathon. Der Ringmarathon. Bei der Uni? Mhm, in Dortmund. Aha. Ganz hin. Auf einer großen Leinwand, oder was? Ja. Yeah. Und das gehst du dir angucken? Weiß ich noch nicht, was ich überleg. Für mich ist das natürlich geil, ne? Ja, mein Gott. Mal mit Gruppen, mit so einer Gruppe dann da zu gucken. Ja, vor allem also Gleichgesinnte halt auch, ne? Weißt du, hey, alles für der Ringe-Fans und so. Mhm. Natürlich schon seinen Reiz. Hauptsache, die können das wenigstens durchziehen, nicht so wie gestern. Gestern? Warte mal, habe ich da den richtigen Haken drauf? Ja, Entschuldigung. Gut. Ja, Rock am Ring. Ja, Rock am Ring. Das wäre so eine Geschichte wieder. War wieder so eine Geschichte, wo ich sagte, oh Mann. Ich konnte den Aufreger von dem Veranstalter echt gut verstehen. Das ist doch ein kleines, oder irre ich mich? Hier oben. Muss da nicht so ein kleiner dran? Ich glaube ja. Ich mach da ja, jetzt mal einen kleinen. Mach mal einen kleinen. Kleinen Knochen. Das sieht irgendwie falsch aus, der Groß. Gut, der Veranstalter musste natürlich das Gelände räumen, klar. Ja, aber ich fand es halt gut, was er gesagt hat, von wegen. Die ganze Welt lässt sich dadurch verrückt machen und weiß ich nicht was. Und das ist alles irgendwie. Und er sagt, das sind ja noch nicht mal die finanziellen Interessen, es ging ja auch um die Menschen, die jetzt tausende von Kilometern angereist sind. Leute, ja. Und weiß ich nicht was. Ich weiß nicht, der Wutausbruch ist ja auch bei YouTube. So, wo kommst du denn hin? Hast du das jetzt schon zweimal gebaut? Nur einmal. Nur einmal. Der zweite kommt dann nach vorne. Vorne. Nochmal hier drauf oder was? Ja, genau. Oho. Ja, merkwürdig ist. Das Segel kommt nach innen.
Ja. Ein Rittsegel ist halt die andere. Das sind wieder die kleinen. Wie der Wind weht halt. Ja, vorne ist der Wind anders als hinten. Ach so. Das sind alles cool. Ah, da ist noch alles. Mhm. Ich finde es immer witzig, wenn du solche Teile hast, die einzeln irgendwie, ja, ist halt ein Knochen, aber in so einem Zusammenhang, wie die dann wirken, ne? Mhm. Ja. Und das diese Teile hier. Die Kronleute, also sozusagen. Deswegen, das wird alles immer so fremd gebraucht, aber im Zusammenhang funktioniert es dann wieder, ne? Das ist immer eine schöne Anlegung, ja. Ich glaube, es ist fertig. Ja, sieht so aus. Doch, der Podest. Ach so, da kommt noch was drauf. Ja, manchmal ist das so, ne? Oh mein Gott. Kennen wir ja auch schon. Will das der einmal? Oh, da kommt sogar noch mehr. Da muss ich echt überlegen, wo ich das rein tue. Das passt nicht in so einen Setzkasten. Da gibt es ja ganz findige Leute, die irgendwelche Sitzkästen sich selber basteln, ne? Hm. Ja, bin ich auch an der optimalen Lösung dran. Ja, das Problem ist halt, du weißt ja nicht, was und wie viel noch kommt. Tada! Und du müsstest ja entsprechend vordenken, naja, ich könnte ja noch 20 Fächer mehr brauchen in Zukunft. Mal weiß ich nicht. Weiß nicht. Cool, das war das Schiff. Ja. Dann zum Skeletten. Das sieht ja schön aus, echt. Kann man sich auch so in der Wohnung stellen als Deko. Ja, die Skelett-Orgel finde ich irgendwie. Das Schiff jetzt, ne? Natürlich ist es das falsch. Ach, Lego. Ach, Lego. Passiert. Nein. Bitte bleiben Sie dran. Es geht demnächst weiter. Gut, dass ich die Seite noch nicht gesehen habe. Nach diesem Spot. Nach diesem Spot geht's weiter. YouTube, bitte hier Werbung einziehen. Ich hab doch die Skeleton. Ist egal. Ändern kann ich jetzt eh nicht. So, was haben wir für eine Nummer? 71267. Ach, da oben. Ja, da oben. 67. Und wir brauchen die Skeleton-Orgel. Alles sehr merkwürdig. Bin mal gespannt im Spiel. Kannst bestimmt mit durch die Weltmeere gehen. Schön, also über. Mhm. Na, jetzt passt es. Vielleicht schneide ich das raus. Ach! Hier wird sie's. Ja, das totale Realität. Total Reality. Wir sind nicht ProSieben oder RTL. Hier ist alles noch echt. Ja, hier ist alles echt. Fehler bleiben Fehler. Hier gibt es keine Haare, die wieder nachwachsen. Ja, hier wird nicht geschummelt. Ne. Ach, du brauchst das Skelett schon auf. Ich versuch's. Wobei ich nicht weiß, ich dachte, das könnte passen. Könnte. Dann kommen ja noch welche Sets raus und dann bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Die sind ja noch angekündigt, die im September. Ja, du sagst ja, es soll noch ein bisschen gehen, ne? Irgendwie ein paar Wochen. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Ich mach das einfach mal. Das sieht gerade so falsch aus. Schöne Orgel. Ah, so, jetzt weiß ich, warum das falsch aussieht. Alles klar.
Ja, die Orgel hat mir auch gut gefallen, als ich gestern die andere nochmal rausgesucht habe. Wobei sich ja gerade rausgestellt hat, dass ich die nicht rausgesucht habe. Ich hatte sie zumindest auf dem Schirm. Ja, immerhin. Immerhin, soweit war es schon. Du bist ja auch nicht schon fertig. Ja, bitte auch wieder zügig zur Hand. Wahrscheinlich die hier. Achso, ja, das ist jetzt ein Druck. Cool. Der steht da drauf. Ich dachte, der spielt damit. Ja, vielleicht macht er das im Film auch. Kann er vielleicht runterspringen oder so. Ah ja, dann kommt das doch dahinter. Okay. Ja, war es schon dran. Genau. Ah ja. Let's build. Ein Let's build. So, das kommt so. Das kommt so. Das kommt so. Ich bin mal noch auf die Rätsel gespannt, die da sind. Also in diesem Level. Vielleicht sind die Leiter als der Level Rätsel. Du, da gehe ich schon fast von aus irgendwie. Also bei Breath of the Wild kann ich ja sagen, sind einige Rätsel richtig gut. Richtig, richtig gut. Da muss man schon richtig gut überlegen. Du hast neulich mal von einem Schrein geschrieben, an dem du noch nicht weiterkamst. Hast du den mittlerweile lösen können? Den habe ich jetzt mittlerweile lösen können, ja. Schon gut. Warte, beim zweiten bin ich gerade dran, da kommt nämlich noch einer. Und noch was. Irgendwie. Beeindruckt dich nicht? Nein. Nein. Sieht das hier komisch aus? Wir müssen alle auf gar keine Seite zeigen, oder nicht? Diese Orgeln. Ist ein falsch rum? Ja, einer ist falsch rum, glaube ich. Macht ja nichts. Jetzt macht das wieder kaputt. Ja, mach ruhig weiter. Ich bin weiter. Also, ich kann nicht weitermachen, weil das, glaube ich, das Letzte ist. Kannst du schon mal weiterblättern? Da gibt's ja nichts mehr. Dann musst du es da draufsetzen und dann sind wir schon durch. Meinst du? Tam, tam, tam. Oder ist das denn? Meine ich. So. Sieht das schon ganz anders aus. Der lernt sich. So. So, jetzt passt es. Die Orgeln sind falsch. So. Nein! Doch. Kann nicht wahr, sieht alles super aus. Ja, was du gerade gebaut hast. Ich hab. Aber. Ich brauch das Podest, das kann ich nicht. Yay! Sie müssen lernen zu. Obwohl, das ist richtig. Hab ich doch richtig gemacht. Ja, ja. Ja, Glück auf. Hast du aber jetzt. Ich echt Glück auf. Hätte ich alles normal machen müssen. Dann setz den Raum, dann sind wir durch. Ja? Ja, da kommen schon wieder. Cool. Ja, die sieht cool aus. Die gefällt mir. Bin mal gespannt, wie die ins Spiel vorkommt. Da sind die Goonies. Oder was dazugehört. Das ist ja Superman-T-Shirt an. Ne? Ja, das ist ein Superman-T-Shirt an. Das ist irritierend. Ein bisschen. Ja, das war das erste Level weg. Eines von ein paar. Ja. In diesem Sinne sehen wir uns beim nächsten wieder. So ist es. Ciao. Tschö.